Mir war klar an dem Tag, als Lehman Brothers pleite ging, dass was ganz Großes passiert ist. Es war eine Zeitenwende, ein epochaler Wandel, weil Lehman Brothers war immerhin die viertgrößte Investmentbank der Welt mit einer Bilanzsumme von 700 Milliarden Dollar. Die Banken haben sich ja vollgesaugt mit billigem Geld, sind seitdem noch wichtiger geworden, noch systemrelevanter und können bei der nächsten Krise davon ausgehen, dass sie wieder rufen, halt, stopp, wir sind systemrelevant, ihr müsst uns retten. Too big to fail gilt nach wie vor. Auf jeden Fall.